Rudi Haller jetzt zum dritten Rennen und Orlando Jet. Und wir sind sehr stolz, Rudi, dass du Orlando Jet wieder mit in die Hauptstadt bringst. Berlin liebt Orlando und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Orlando liebt Berlin. Wie geht's ihm momentan? Ja, es geht ihm ganz gut jetzt. Ich habe ihn doch da im Februar in Mailand gestartet und da war die letzten zwei Kurven ist er nicht schön getrabt, die letzte noch schlechter als die vorletzte. Und daraufhin wurde er dann müde im Einlauf und es geht einfach nicht, wenn ein Pferd nicht hundertprozentig okay ist. Daraufhin haben wir ihn extrem durchchecken lassen und auch behandeln dann an der gewissen Stelle, wo er nicht in Ordnung war. Und jetzt haben wir eben darauf hingearbeitet, auch physiotherapeutisch, dass er wieder fit wird. Und er fühlt sich gut an im Training. Ich war jetzt vor zwei Wochen in München mit ihm auf der Bahn nochmal. Das war eine tolle Arbeit. Ich bin da rechts rumgefahren und ich muss mittlerweile zu ihm sagen, es geht momentan, oder ich weiß nicht, wie lange das so gehen wird, rechts herum besser als links herum. Das heißt, wir sehen einen Orlando Jet, den wir hier auch letztes Jahr vielleicht gesehen haben, in der gleichen Verfassung, wenn nicht sogar besser? Ja, das muss man jetzt sehen. Es fehlt natürlich Rennen. Er läuft so wenig Rennen. Das ist immer schwierig, ihn da auf 100% zu haben. Und das ist auch kein leichtes Rennen, diesmal mit 40 Meter Zulage. Aber aufgrund seiner Klasse hat er natürlich Top-Chancen in dem Rennen. Und, wir freuen uns auf ihn auf jeden Fall. Ich mich auch auf ihn. Danke, Rudi.